Weiter geht es, Freunde, mit einer neuen Folge Far Cry 6. Megamäßig, dass ihr alle wieder mit am Start seid. Schauen wir mal, was wir machen sollen. Baby, was geht hier ab? In der Sombrero-Schlucht leben Bauern, die Superfans von La Moral sind. Also eigentlich Superfans von mir. Sie waren Teil meines Fanclubs, als ich in der Nationalmannschaft war. Von denen haben wir einen Hinweis, dass immer ein besonderer Konvoi über den Schauppass fährt. Wir haben einen Angriffsplan. Zuschlagen, einsacken, abhauen. Meine Superfans sollen warten, bis sie das Wort Knuckleball hören. Niemand weiß, was dieser tolle Konvoi geladen hat, aber es muss wertvoll sein. Benitez schickt den immer mit irre viel Wachschutz raus. 100 Soldados. Danny, du musst für uns den Konvoi angreifen. Ich bin mir sicher, du kommst da allein klar. Aber wenn du Hilfe willst, meine Leute sind bereit und haben Bock. Ich verfolge den Konvoi und sag dir Bescheid, wenn er sich dem Pass nähert. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich liebe es, Konvois anzugreifen. Baby Tigre, lass uns machen wir. Baby, kein Problem. Erstmal raus aus der Bude. Die Lage sondieren und dann schlagen wir auch los. So. Ich denke mal, das wird der Konvoi sein, weil das der Pass hier ist. Und dann sind das die Bauern, die wir rekrutieren können. Ich hoffe, das ist so. Mal Beine brechen. Nice. Gut. Ausrufezeichen. Was man nicht benutzen kann. Es läuft. Nö, 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 nö. Brauch ich. Karre geht aber ab. Hey Danny, hast du schon die Bauern rekrutiert, um den Pass anzugreifen? Denk dran, das Passwort lautet Knuckleball. Noch nicht. Glaubst du nicht, ich schaff das allein? Die Leute müssen das Gefühl haben, Teil des Kampfes zu sein. Und die haben Raketenwerfer und anderes geiles Zeug. Denk dran, der Star ist die Mannschaft. Aber ich gewinne lieber alleine. Schon gut. Dann schicken wir die Leute von El Este an den Strand, während du Castillo alleine stürzt. Das war ein Scherz. Oh Mann, labert mich doch nicht voll. Ich will jetzt gucken, wo ich langfahren muss. Okay, das ist weiter weg. Dann können wir erst hier hinfahren, ist doch klar. Ich denke drüber nach, deine Superfans zu rekrutieren. Gracias. Ja, 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 ist ja gut. Ich habe hinten keine Augen. Ach, wie schön wäre es mit dem Heli. Uiuiuiuiui. Ah, alles klar. Wir sind ja da. Und direkt der Hubschrauber, ne? Was? Du siehst wichtig aus. Lass die Kokosnüsse fallen. Knuckleball geht los. Bingo. Ich dachte schon, dieser Tag kommt nie. Wir müssen Benitez reizen und dafür sorgen, dass ihre Truppen sich verteilen. Musik in meinen Ohren, Guerriero. Wir sehen uns auf dem Pass. Ich bring die Nagelsperre mit. Perfekto. Endlich benutzen wir die mal. Hau doch ab, Heli. Jetzt habe ich wieder kein Fahrzeug, ne? Kein Vehikel am Start.
Luftunterstützung. Immer dieser Stress. Ah, da vorne sind Pferde. Pferde sind gut. Ah, die kann ich noch nicht reiten. Dann müssen wir joggen. Es hilft ja alle nichts. Den Eli hätten wir abgehängt. Nuggleball geht los, Leute. Anschnallen und die Panzerminen rausholen. Aufgeschissen. So, wo seid ihr? Hey, du meinst das? Wenn ich das Wort Knuckleball sage, klingelt da irgendwas? An den Hinterhalt am Pass legen. Den Konvoi platt machen. Alles mitnehmen, was sie haben. Und an Khonrons Seite kämpfen. Carajo, du bist aber bereit. Ich habe monatelang auf den Marschbefehl gewartet. Vamonos, Guerrillero. Endlich kann ich mal meinen Raketenwerfer benutzen. Panzerfaust geladen und entsichert. Ist das der Konvoi? Das ist der Konvoi. Wir lassen ihn jetzt erstmal noch ziehen und holen noch die restlichen Bauern. Vielleicht gibt es da ja tatsächlich irgendeinen Vorteil. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen. Ich hoffe, Khonron kommt uns heute mal besuchen. Gebola! Sagt euch der Begriff Knuckleball irgendwas? Na klar. Du brauchst uns beim Pass, richtig? Si, wir treffen uns dort. Du hast doch unsere Leute von dem Frachtschiff gerettet, oder? Ganz genau. Mein Cousin war auf dem Schiff. Muchas gracias. De nada. Holen wir uns diesen Konvoi. Ich hol meinen Mörser. Zeit für den Mörser, Kompai! Jeder hat doch einen Mörser im Schrank stehen. Klar. Der Schaupass sei der perfekte Ort. Hier. Ich ganz ruhig. Dale, dale. Ja! Legen wir uns auf die Lauer, ziehen den Hinterhalt durch und gehen dann Cerveza trinken. Nein! Ach, leck mich doch am Arsch, Marie. Wo bleibt er? Dazu nehmen wir dann den. Verstanden, Khonron. Bist du heiß? Ich bin heiß. Auf jeden Fall. Von wo kommt er denn? Rück auf! Deck mich! Verteilt euch! Sichtkontakt! Alle mal zum Schwert! Ich weiß. Bin gleich da. Er schießt mich nicht. Direkt daneben geschossen.
Wie langsam fliegt diese Rakete? Und warum fährt der Panzer einfach weiter? Beschützt die Kraft! Sonst war alles umsonst! Oh Gottchen. Leute. Wir müssen die Fracht beschützen! Lass keinen daran! Die ist doch schon abgebrannt. Scheiße! Lad mal durch das Baby. Na klar. Du lebst noch, ist doch kein Problem. Gute Arbeit, Daniel. Schauen wir mal, was in diesem Baby versteckt ist. Das war schon. Knuckleball abgeschlossen. Es fällt um in Zeitlupe. Mach das Ding auf. Oh. Jackpot. Der Krieg ist finanziert. So viel sage ich euch aber. Jetzt, das war's. Du hast also den Konvoi angegriffen. Ja, Conron ist mit dem Geld unterwegs zu dir. Gute Arbeit, Dani. Das Geld wird unserer Sache sehr helfen. Admiral Benitez hat die Patrouillen verstärkt. Also sei vorsichtig auf den Straßen. Okay. Kein Problem. Haben wir das auch schon mal erledigt. Perfekt. Gut, 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 gut. Jetzt haben wir noch eine Mission für El Tigre. Was ist das denn hier eigentlich für eine Basis? Könnten wir eigentlich machen, ne? Satellitenstation. Säurefabrik. Oder wir machen einfach mehr den Smaragdschädel. Er muss ja auch gemacht werden. Kommt jetzt mein Fahrzeug oder nicht? Ich fahre lieber. Komm, steig aus. Hier ist das gute Stück. Bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Danke. Sehr nett von dir. Und los geht's. Smaragdschädel. Dann sind wir auf jeden Fall, was die Ostküste angeht, clean. Bis auf die Mission von El Tigre. Die machen wir dann in der nächsten Folge. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir ein paar FND-Basen uns einverleiben. Ist aber halt immer so ein bisschen suboptimal, wenn ich nicht weiß, wie das mit der Hauptstory weitergeht. So, da wären wir.
Der Smaragdschädel, der jahresarchäologische Fund des Jahrhunderts. Schätze wie diese sind unvergleichlich. Sie erlauben uns, einen Blick in unsere Vergangenheit zu werfen. Und was macht das Regime? Die mischen sich ein und legen alles lahm. Es ist ein Verbrechen. Sie können die Vergangenheit nicht zerstören. Das lasse ich nicht zu. Die Regierung hat Angst vor der Triada. Dann werde ich ihnen einen echten Grund dafür geben. Ein verfluchter Schatz. Klingt, als müsste ich mir das mal ansehen. Eine 600 Meter. Was, hier oder? Was ist das denn? Ach so, das Schiff, wo wir vorhin waren, ne? Wieso wird mir das hier nicht angezeigt und da hinten schon? Ach, ich. Es ist Far Cry. Was soll ich dazu noch sagen? Was war jetzt? Was war jetzt? Es ist Far Cry. Was soll ich dazu noch sagen? Der HMW macht einen guten Job. Komm, drauf geschissen, den Rest laufen wir. Komm ich ja nie an. Scheiße, ist die Höhle weit weg. Gut, dass ich meine Wanderschuhe dabei habe. Weißt du doch schon. Okay. Ich weiß nicht, was hier passiert ist, aber... Sieht aus, als ich zu dieser Höhle. Er hat's nicht überlebt! Friss das! Krebse! Heruntergefallene Nachricht. Die Archäologin ist komplett irre. All das Gerede von Conquistadores. Tut mir leid, Captain. Ich bin raus. Okay, okay. Er ist raus. Wir sind drin. Denke mal, wir sollen hier oben hin. Eine kleine Kiste liegen lassen. Was soll's? Ist doch eh nur eine Sprühdose drin. Ist sie da unten? Ich weiß es nicht. Das schaffe ich? Wirklich? Das schaffe ich. Weggeworfener Brief. Ich werde nicht weiter für Sie arbeiten. Ich ziehe meine Männer ab, versiegel die Höhle und alles wird untergehen. Nicht, wenn wir es verhindern können.
Andere Möglichkeit habe ich nicht, als hier runter zu gehen. Das sah mir nur so ein bisschen aus wie der Ausgang. Du siehst aus, als würdest du mir eine sehr wichtige Tür öffnen. Dich behalte ich. Alles klar. Wartet mal, muss ich hier... Meter. Nein, hier ist nichts mit Tauchen. Wie komme ich denn hier wieder raus? Komme ich hier wieder raus? Kann ich da einfach rauslaufen? Vielleicht muss ich da drauf springen, aber das wird auch nicht funktionieren. So, Freunde, da sind wir wieder. Ich habe mal zusammengekartet. Ich bin ja nicht mehr rausgekommen. Und habe jetzt hier mir den Heli organisiert. Bin jetzt hier hingeflogen. Hier geht's weiter mit dem Smaragdschädel. In die nächste Höhle und dann gucken wir mal, was ich ein Glück habe. Wirklich. Das geht auf keine Kuhhaut. Oh, Scheiße. Ganz vorsichtig bist du tot. Wow. Hier müssen wir ihn reinlegen, ne? Friss den Schädel! Das sieht aber cool aus. Also das nenne ich mal eine Schatzhöhle. Okay, ich glaube, wir müssen nach oben. Der sieht mir sehr, sehr, sehr danach aus, als müssten wir hier hoch. Gonyo. Ja, ja, genau. Hier müssen wir wahrscheinlich den Schädel reintun. Wir gehen mal nach oben. Ich glaube, das ist der Weg. Wow! Was genau ist da jetzt abgerissen? Der Haken oder was? Scheiße. Jo, wir haben es voll kaputt gemacht. Okay, so könnte das was werden. Jetzt kommt der runter. Fast. Ach, da drüben ist jetzt einer. Ach so. Lutsch am Schädel. Ist so.
verdammt. Komm, klettern. Gracias, Oluvas. Well, okay. Das ist eine Bombe. Keine Ahnung, was ich jetzt ausgelöst habe. Vielleicht auch gar nichts. Wow, 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 wow! Schnell raus hier. Coño! Das hätte doch ins Auge gehen können. Wir haben es geschafft. Nice. So, zwei Leichen hinterlassen und damit, Freunde, sind wir draußen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Schluss und aus. Ich verflüssige mich und bin raus.